Hallo, ich heiße Susanna Sierra und ich komme aus Kolumbien. Ich bin Pasch Alumni aus der Normal in Copacabana. Jetzt studiere ich Biologie in Erfurt Universität. Ich liebe es, die Natur zu pflegen, zu erforschen und zu entdecken, so wie Alexander von Humboldt hat. Wir leben an einem Ort voller schöner Schätze und einer einzigartigen Artenvielfalt. Schon Humboldt sah die Magie dieser Welt und erkundete wissbegierig diese Orte. Wasser, Steine, Tiere und Pflanzen. Jedoch zerstören wir diese Orte. Der Klimawandel, der uns heute plagt, ist ein Produkt von Unvorsichtigkeit und Unwissenheit, von der geringen Fähigkeit zuzuhören und von der fehlenden Wertschätzung, die wir den Schriften des majestätischen Humboldt entgegengebracht haben. Es ist Zeit, aufzuwachen, zu lesen, zu beobachten und zu erforschen, zu glauben, dass wir Alexander von Humboldt sind und zu beschreiben, dass diese vergessenen Länder eine Pause verdienen. Eine Pause von so viel Ausbeutung und Missbrauch. Mögen die einzigen Stürme jene sein, die unserer Natur nach Wissen und die die Erde nicht mehr mit Trauer erfüllt und die dies aufgrund der Freude tun, dass sie uns bereitet, aufzuwachen und sich darum zum Kümmern. Hallo, mein Name ist Juan José Paravecino León und komme aus Peru, auch ein Land in Südamerika, wo Alexander von Humboldt gewesen ist. Als Schüler habe ich die San Juan Schule hier in Trujillo besucht. Jetzt bin ich Fremdsprachenlehrer von Beruf und arbeite bei der bei Montessori International College, MIC. Also, genauso wie in Kolumbien, in Peru und überall, ist der Klimawandel leider ein großes Problem, wenn nicht das größte. Vielleicht habt ihr schon über den Humboldt-Strom gehört, aber wisst ihr, was El Niño-Phänomen ist? Diese Anomalie der Meeresoberflächentemperatur habe ich schon einmal als Kind erlebt. Aber wegen der Veränderung des Klimas im März 2017 hat es so viel geregnet, dass insgesamt nur in Trujillo sind 14 Schlammlawinen passiert. Also, Humboldts Erkenntnisse sind noch heutzutage sehr, sehr wichtig. Aber auch so wichtig ist, diese Information zu verbreiten in der Schule, in der Arbeit mit Kollegen, um unsere Natur, unsere Welt mit Taten zu schützen.